Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Wolzen Let's Play. Wir sind hier in diesem heiligen Untergrund. Genau kann ich es nicht sagen. Es ist einfach so ein Gebiet. Anankis heißt es, okay. Gut. Wo etwas beschützt wird. Das müssen wir ja verhindern, dass es zerstört wird. So. Wir haben sehr viele Edelsteine und so weiter. Gehen jetzt mal nach oben, denke ich. Es geht meistens irgendwo nach oben. Durch die Sicht, oder? Lieber nach oben gehen als nach unten. Boah, sind hier viele Gegner. Kleine Vampire. So, endlich haben wir Feuerball. Also Meteor. Das ist ein großer Feuerball wahrscheinlich. Sollen wir sonst defensiver machen? Wir bekommen manchmal schon heftigen Schaden, da wir nicht so mobil sind. So. Also Meteore im Real Life sind ja meistens ja schon glühend, aber meistens Steine. Ja, genau. Sind Feuerbälle, also sie sehen aus wie Feuerbälle. Okay. Bisschen zu random. Oh ja. Trotzdem machen sie gut Schaden, denke ich. Also sind wir jetzt hier falsch? Ja, wir gehen noch nach rechts. Ja, danke schön, dass du nie angreifst. Die hat echt ein mega Problem mit dem mit den Sterben. Ja, es ist nicht gut. Diese Zauberstäbe sind echt nicht gut. Wie zu langsam. Also, Zauberer bräuchte eigentlich irgendwie Fähigkeiten, wo ihm die Willenskraft gibt. Also, wir müssen wahrscheinlich einfach schauen, dass wir halt einen anderen Typ nehmen. Also, nicht Zauberstäbe, aber ist ja schrecklich. Ist der Schaden so hoch von diesen Feuerbällen, von diesen Meteoren? Was? Nicht schlecht. So. Wir leveln nachher ein bisschen. Die Fähigkeiten. Okay, wir sind falsch. Gut zu wissen, jetzt gehen wir aber runter kurz. Hier müssen wir wahrscheinlich nicht hingehen. Hier wird nichts sein. Vielleicht ein, zwei gute Gegenstände oder so. Also nicht für uns vielleicht. Aber das war's. Also ich mag's. Es macht sehr viel Spaß. So mit Feuer, mit der. Also mit Äther oder Eigenschaden und so hätten wir solche Sachen wahrscheinlich nicht. Keine Alternativen. Deshalb ist schon Feuer viel besser. So, also. Dann nehmen wir Statik. Ein Heilig irgendwie, ich weiß nicht, dort oder so. Und ja. Natürlich wieder Gesundheit. Er soll nur überleben. So geil. Gut, haben wir das Richtige genommen. Bisschen mehr AOE dadurch auch. Können wir die noch größer machen?
Gibt es irgendwie auf Zauber mehr Reichweite oder so? Ja, ich muss das Spiel noch kennenlernen, ne? Ausprobieren. Okay, die Gegner machen vorwärts. So nah zusammen, so viele Elite-Gegner. Wow. So. Jetzt haben wir auch große Edelsteine, sehr gut. Was ist denn hier unten? Irgendwie gar nichts. Bei Last Epoch gibt es ja auch diesen Gürtel, wo ab und zu noch Kriegs Meteore fallen lässt. Sehr, sehr ähnlich. Schön aber, dass wir das hier auch haben. Aber auch in Last Epoch sehr stark manchmal. Kann man nicht so gut ausbalancieren. So, also machen wir gleich mal weiter, damit wir hier noch durchkommen. Der nächste komische Roboter. Dass das Roboter machen müssen und nicht irgendwelche Menschen oder Monster. So, was ist denn hier? Anarchis Kern. Okay. Gibt es hier einen Bosskampf? Hallo, Golem. Ja, yeah, so er rumläuft. Hey, wir sind doch da. Was wird's gehabt? Nein. Intervened. How is Val? You're the demon. Leave while you can, mortal. Yudai's powers are beyond you. Okay. I fled once. This time I will do what I must. What do you want from me? If you thought you had any importance in all of this, then I am sorry to disappoint. You are nothing but an entertaining speck. But since you are here, I guess you will make a fine host. I do fancy your powers. Yeah, yeah. I can feel your soul's primal fear. Okay. Hat seine Gestalt wieder. Seine Kampfgestalt. Ah, das ist doch doof. Ey, ich hab meinen Strahl, nicht du meinen. Ich kann nur meinen gebrauchen. Was du da verwandelt bist. Mach ich den heftigen Schaden, ne? Und du hast irgendwie ein bisschen an. Ey. Aha, Teleport, geil. Nein, immer schön ausweichen, habt ihr das gesehen?
So, weg damit. Geil, jetzt haben wir ihn besiegt. I banished a demon on my own. Damn, my powers are growing. Ich weiß nicht, Gott, nein, die geben nicht mehr Geld. Vernichtung, yeah. Ich muss ein bisschen leveln. Es gibt irgendwie ein bisschen Erfahrungspunkte, muss ich mal schauen. Also 11. Gibt's nicht. Affinität ist irgendwas anderes. Doch, hat gelevelt. Gut. Ich habe nur den falschen Zauber ausgewählt. Wir nehmen den Statuseffekt noch. So. Jo. Das ist ein bisschen zu langsam. Leider sind die Gespräche manchmal viel zu lange. Also, da hätte ich jetzt nicht so viel Lust, natürlich, wenn ich da nicht ein Let's Play machen würde, alles durchzuhören. So ein bisschen, ja, auch nicht so spannend. Also, hätte gerne ein bisschen Hintergrund, einfach nebenbei, vielleicht mal, wenn ich Zeit habe oder so. Die Sachen, aber das müssen sie nicht natürlich bereden die ganze Zeit. Lieber die Sachen, die wichtiger sind, oder? Oh, sie zerfällt. Rest in peace, Guardian. Oh, Klingzeit reduzieren, okay. Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist ja mega schlecht. Ja, ich habe keinen. Haben wir jetzt endlich mal einen Wegpunkt? So. Dann haben wir da irgendwas Besseres. Ja, scheinbar nicht. Hier haben wir noch nicht mehr. Ja, eine kritische Trefferchance, gut. Und hier machen wir. Aha, noch mehr. Okay. Also hier ist es auch 2,5 Sekunden. Aber mehr Schaden. Wie viel mehr Schaden? 300%. Dann haben wir noch einen Punkt. Ich wollte ja hier hingehen. Windskraftkostenreduzierung, ja, sehr gut.
Nehmen wir auch. Und dann müssen wir langsam ein bisschen defensiver werden. Wir haben ja noch ein paar Punkte unten, die wir am Anfang waren, die wir unbedingt nehmen müssen. Dann eventuell irgendwas mit Leben oder so nehmen. Boah, die machen Schaden, ey. Was ist mit dem Schwierigkeitsgrad plötzlich geworden? Sind wir aus dem Tutorial raus oder was? Und die immensen Inscript-Kosten halt. Machen uns ein bisschen verwundbar. Schauen wir mal. Was ist hier? Das ist der Gegner gewesen, der getroppt hat. Okay. Ziemlich gut. Das habe ich gar nicht gemerkt. Haben wir hier einen Wegpunkt gehabt? Nein, oder? Nee, eben nicht. Wo sind denn die Wegpunkte? Habe ich einen verpasst, nicht gesehen? Also schauen wir mal nach dem Geld. Ja. Das war jetzt ungefähr gleich wie so ein Helm zum Beispiel. Der Schrott. Ja, wie am Anfang. Eine Pistole brauchen wir nicht unbedingt. Ein Teil, Tränke brauchen wir nicht. So. Ja. Gut. Sicher. Kommen plötzlich so viele Gegner und ich habe keine Lebenskraft mehr. Ein bisschen too much Schaden, wenn da überall gegen. Kommt der denn hin? Ja, komm, heil. Dann komm mal hin. So.
Das nervt langsam ein bisschen. Sind einfach also zu viele Gegner, dass man ständig aufladen muss. Müssen wir ein bisschen umplanen. Ne? So, Schwer, Schurke, Räuber. Wow, wir bekommen nichts für Magier. Nehmen wir den mit. Ja, komm, lass uns. So. Endlich den Wegpunkt. Gut. So, also. Oh, sind wir weit unten. Wieder ein Bosskampf. Edric? Is that you? What the hell are you doing here? So glad to see a familiar face. You won't believe what's been happening. Fancy armor. Why the promotion? Malis caught up with the fugitive Valeria. Grand Inquisitor Hemlock named me Justicar after the report of Malis's death. Edric? How did you know I was here? What do you want? You really think your whereabouts would not have been tracked? We know of your deal with the Merchant Prince, as well as your plan to find Valeria and her new allies. Edric, don't do this. You betrayed the Grand Inquisitor's trust. Now I, Edric, Justicar of the Republic, am tasked to bring you back. Listen to me. There is no time for this. What the hell do you think I'm doing here? We have to stop this cult now. You will have the opportunity to explain yourself at your trial. Surrender now, traitor. How can you do this? Don't make me force you to comply. Stand down. I can't surrender, brother, and I won't. There is too much at stake here. So be it. Die sind ja völlig crazy. Was kann ich dafür? I do not have to kill you. Do not force my hand. I won't hold back, brother. For the last time, I beg you to hey. Surrender now. This is pointless. Zu viel schießen. Edric, come back to your senses. I've always been loyal to you. You were my family with Valeria. Hey, wo ist der Kopf hin? Er hat einen Kopf verloren. She is our sister. But you, I'm not sure what you are now. Reckoning. Die Abrechnungen, sind das so crazy, Typen? Ja, mach ein bisschen zu schnell. You played us all. I will break your skull asunder. Ja, sicher. Stand up, Kerr! Immerhin sind wir genug stark und schnell. Oh Gott. Nein. Hat er uns nicht getan? Glaube ich, am Austicken. Ne? Jetzt mal kurz. Was hat er ihn eigentlich hier? Ey, nicht so viel Schaden. Ne? Man muss wirklich ausweichen, sonst hat man keine Chance. Aua! Gut. Nicht hier. Nicht so schnell.
Kannst du auch etwas machen? Ja, sicher. Das ist aber ein bisschen komischer Schaden gewesen. Lieber töten, bevor ich dann noch am Boden hocke und warten muss. Ich bekomme wirklich nie Items für Magel. Okay, jetzt lebt sie plötzlich in so einer Astralgestalt noch. Just destroy the core. No, that would require an unfathomable amount of power. You will have to find the main superstructure where the conflux is taking place and stop the Covenant of the Blind. But you cannot do this alone. Find the followers of Anathea, the Searing Soul. Mortals that worship one of the three last primordials. They are natural enemies of those you see. Great. Religious fanatics. That's just my luck. Fine. I will seek this cult for help. Maybe they will understand why my powers manifested. Thank you, mortal. My time in this world is over, and I cannot sustain this shape any longer. My last deed, mortal, shall be to share what's left of my power with you. I pray that you use it to protect the creation. Always. I will. Ah, jetzt haben wir's. Gut. Können wir das gleiche einsetzen? Eine Taste. Irgendwas mit Magie. Sieht cool aus. Ist der sieht am coolsten aus. Okay. Das wäre eigentlich etwas für uns, oder? Aber vielleicht haben wir auch keine Bonis von den Items. Der würde eigentlich am besten zu uns passen. Sieht halt auch im coolsten irgendwie aus. Ja, nehmen wir den. Oder nehmen wir den. Ja, komm, irgendwie nehmen wir den. So, ausgewählt. Jetzt muss ich aber wissen, wie man den aktiviert. Die 3, okay. So scheinbar die 3 Taste. So. I feel the power coursing through me. Nehmen wir das. Willenskraft. Kosten reduzieren, genau. Wir sind fast Widerstände wegmachen, ne? Widerstände. Was war das? Schulk, okay. Gut, hier mache ich genau. So. Ja, Willenskraft, genau. Wiederbekommen ist sehr wichtig. Dann nehmen wir aber noch ein paar Sachen mit. So. Und dann müssen wir zurück. Ja, welche Taste ist das? Sie hat Haft. Das Tastenwunder, das ich nicht verstehe.
So. Dauer ist gut. Dann haben wir hier, genau, nehmen wir Lebenskraft bekommen. Nehmen wir das weg. Ja, nehmen wir das. Die Spur, die ist sicher gut. Und hier Angriffsgeschwindigkeit. Ja, müssen wir nichts nehmen. Haben wir jetzt noch einen Zauberbudget? Irgendwas anders? Licht bringen. Alles. Dem Teleport. Schauen wir nichts Neues. Okay. Moloch. Ja, so Explosion, okay. Gut, ja, jetzt werden wir ein paar Items noch verkaufen. Der ist gut. Ist der auch langsam? Wo steht denn das? Scheinbar auch sehr langsam. Ist auf jeden Fall besser. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wabi ist ein patienter Mann, aber selbst das hat seine Limits, ja? Du hast ein gutes Auge. Okay. Gut. So. Die Edelsteine sammle ich alle mal. Muss die aber noch irgendwie anordnen. Ich mach das mal nach unten. Machen wir das mal so. Einfach farblich ein bisschen sortieren. So. Das gleich nochmal anordnen, richtig. Okay, blau haben wir noch nicht, klein. Das ist richtig. Und orange haben wir auch noch nicht. Ja gut, machen wir das mal so. Jo. Gut. Ja, dann machen wir das nächste Mal weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Jo. Hat Spaß gemacht. Bosskampf war irgendwie innovativ. Die Waffe war ein bisschen zu groß und so, aber ja, sieht einfach ein bisschen unrealistisch aus. War irgendwie so ein bisschen mächtig. Gut. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.